Okay, Leute. Wir haben alle die Gedichte der anderen gelesen, richtig? Richtig. Ich habe für heute etwas Besonderes geplant. Wenn ihr euch also alle höher hinsetzen könntet, geht es um das Festival. Nun, irgendwie Sorn. Ach, das würde wirklich etwas für das Festival planen. Es ist ja nicht so, dass wir nur in wenigen Tagen etwas Interessantes auf die Beine stellen könnten. Wir werden uns nur blamieren und ganz sicher keine neuen Mitglieder für uns gewinnen. Mhm. Diese Sorge habe ich auch. Also wenn die drei irgendwas vorstellen, dann habe ich die Sorge auch. Oh ja. Ich kann nicht wirklich gut mit irgendwelchen Aktionen auf den letzten Drücker umgehen. Nicht so viel Sorgen. Ich bin doch da nicht. Ich bin doch Organisationstalent. Wir halten ganz einfach, okay? Es werden nicht mehr als ein paar Dekorationen nötig sein. Und zwar 6 Cupcakes. Du nimmst die Cupcakes, du deine Hentai-Magazine und ich mache noch ein Kochbuch dazu. Sayuri hat im Posting gearbeitet und ich habe ein paar Heftchen entworfen. Aha. Die wir während den Veranstaltungen verteilen können, ne? Okay, das ist ja alles ganz wunderbar und so. Aber jetzt wissen wir trotzdem immer noch nicht, was wir für die Veranstaltung vorbereiten werden. Ach ja. Ah ja, tut mir leid, ich dachte, ihr hättet schon davon gehört. Wir werden etwas vortragen. Uff. Vortragen? Monika? Hallo? Ja, wir werden Gedichte vortragen. Wir werden alle jeweils ein Gedicht auswählen und dann während der Veranstaltung vortragen. Yay! Aber richtig cool ist, dass wir alle, die Lust dazu haben, einladen, ebenfalls Gedichte vorzutragen. Boah. Weil bestimmt viele Besucher irgendwelche Gedichte vorbereiten werden. Nicht? Ja. Sayuri schreibt auf alle Poster, damit sie alle, die dazu Lust haben, entsprechend vorbereiten können. Ach, guck mal, tatsächlich. Der Kommentar. Sayuri, die an einem Poster gearbeitet hat, hebt es hoch, damit wir es alle sehen können. Machst du Witze, Monika? Du hast doch nicht etwa damit begonnen, die Poster aufzuhängen, oder? Nun, das habe ich nicht. Hast du es wirklich für so eine schlechte Idee? Nun, nein. Ja. Ja, aber nein. Aber ja, aber nein. Es ist keine schlechte Idee, ja? Ja? Was? Ja, erst um 9 oder so. Aber du solltest wissen, dass ich dem nicht zugestimmt habe. Ich werde auf keinen Fall irgendwas vor einer Gruppe von Leuten vortragen, außer meine Cupcakes. Ich stimme Natsuki zu. Ich will auch ihre Cupcakes sehen. Was? Ich könnte nie im Leben so etwas tun, meine ich. Markus noch da? Ich bin da, klar. Okay. Yuri schüttelt bei der reinen Vorstellung daran vor lauter Angst den Kopf. Leute. Nein, Sayuri. Ich verstehe Ihren Standpunkt durchaus. Vergiss nicht, dass es erst wenige Tage her ist, dass Natsuki und Yuri überhaupt zum allerersten Mal die Gedichte miteinander geteilt haben. Es ist etwas zu viel verlangt, ihre Gedichte in einem Raum voller Leute laut vorzutragen, nicht? Das habe ich wohl irgendwie übersehen. Das tut mir echt leid. Ist halt einfach scheiße. Jetzt macht es halt trotzdem. Aber ich denke immer noch, dass wir unser Bestes versuchen sollten. Nur wir halten das Schicksal des Clubs in unseren Händen, nicht? Wenn wir eine Veranstaltung teilnehmen und jeder eine gute Leistung abliefert, dann wird es andere inspirieren, uns nachzutun, nicht? Je mehr Leute vortragen werden, desto besser können wir allen zeigen, worum es bei der Literatur eigentlich geht. Und die Rechts stirbt schon halb. Yeah. Ja. Ja. Es geht darum, seine Gefühle auszudrücken und Pickel auf dem Brusthahn oder so. Was? Keine Ahnung. Mit sich selbst eine innere Beziehung einzugehen. Mit einer Das kann sein, Julia, mit ihren 30 persönlichen
Genau. Das können wir gut, stimmt's? Ja, mein Schatz, das können wir. Oh ja. Neue Horizonte zu entdecken. Und Spaß zu haben, vor allem nachts. Mit den Cupcakes. Ja, stimmt nicht. Mit Dechuaris Cupcakes. Und genau, mit Monikas Heringen. Sind wir... Oh, stopp. Und genau deswegen, aus diesen Gründen, sind wir heute alle hier im Club. Wollt ihr das nicht mit den anderen teilen? Sie dazu inspirieren, dieselben Gefühle zu erforschen, die euch überhaupt hierher gebracht haben. Ich weiß, dass ihr das wollt. Wir alle wollen das. Alles klar. Eine für alle, alle für einen. Und wenn es dazu mehr nicht braucht, als 2 Minuten lang vor dieser Gruppe von Leuten zu stehen und ein Gedicht vorzutragen, dann weiß ich, dass ihr dazu in der Lage seid. Was? Natsuki und Yuri bleiben auf merkwürdige Art und Weise stumm. Dairobi blickt besorgt, ich kann verstehen, warum. Dann bleibt mir wohl keine andere Wahl. Ich stimme zu. Ich denke nicht, dass das zu viel verlangt ist. Ich finde, dass Sayori und Monika sich sehr angestrengt haben, neue Mitglieder zu rekrutieren und Cupcakes zu besorgen. Das ist doch das Mindeste, dass wir ihnen ein wenig helfen. Vielleicht, aber... Ha. Anscheinend sind Natsuki die Argumente ausgegangen. Ha. Ah. Sie hatte eh die Schwächen von allen vier. Okay, gut. Ich muss mich dann wohl einfach dazu überwinden. Also gut. Danke, Natsuki, nicht. Was mit dir, Yuri? Yuri blickt niedergeschlagen in die erwartungsvollen Gesichter der anderen. Ich habe dann wohl keine andere Wahl. Das werden dann alle. Und wir 30. Ich bin die Beste. Juhu. Dieser Club wird mich noch ins Grab bringen. Oh, schon wieder Foreshadowing. Warte, meine Güte. Es wird schon alles gut gehen, Yuri, nicht? Aber nichtsdestotrotz gehen wir zum Hauptteil der Veranstaltung über. Ich möchte, dass ihr alle eins eure eigenen Gedichte auswählt. Wir werden üben, sie vor Publikum vorzutragen. Niemals! Monika, das geht zu schnell. Wenn du dein Gedicht nicht einmal vor den Leuten im Club vortragen kannst, wie fühlst du es denn vor Fremden schaffen? Übrigens sieht die Hand von Sayori so aus, als hätte die da ein blaues Gummi-Dingsbums in der Hand. Ist mir gerade so aufgefallen. Oh nein! Von Sayori? Ja. Was? Könnte auch eine kleine blaue Verpackung sein. Ach so, ja, stimmt. Keine Sorge. Stimmt. Ich werde anfangen, damit sich alle etwas entspannen und wohler fühlen, nicht? Oh, darf ich als Nächste? Wir haben uns so daran bemüht. Haha, natürlich nicht. Okay, dann sehen wir mal. Monika blättert auf der Suche nach dem Gedicht, das sie für sich eingeplant hatte, durch ihr Notizbuch. Dann stellt sie sich hinter das Podium. Der Titel des Gedichts lautet Ihre Art zu fliegen. Ahem. Monika beginnt mit dem Rezitieren ihres Gedichts. Ihre helle, selbstbewusste Stimme füllt den Raum. Das ist noch nicht alles. Ihre Aussprache ist makellos. Vor allem in dem Dialekt. Eindeutig, nicht? Eindeutig. Sie versteht es perfekt, in jede vorgetragene Zeile die passende Emotion zu legen, wodurch die Worte zum Leben erwachen, so wie die Fische. Hat sie das etwas von früher einmal getan und ist einfach ein Naturtalent? Ich sehe mich im Raum um. Alle Augen ruhen auf Monika, nicht? Sayori blickt staunend auf sie. Yuri macht eine angestrengte Miene, die ich nicht deuten kann.
Schließlich ist Monika fertig. Wir alle applaudieren. Yeah. Monika atmet durch und lächelt. Oh, das war so toll, Monika. Oh Gott. Ah, vielen Dank, nicht? Ich wollte mit gutem Beispiel vorangehen. Ganz bescheiden. Bist du bereit, denke dich vorzutragen, Sayori? Ich bin die Nächste. Ach, Juri ist plötzlich mit Feuer und Flamme bei der Sache. So wie die Ochse. So, ja. Juri hält ein Stück Papier fest in ihren Händen und steht auf. Mit gesenktem Kopf läuft sie schnell zum Podium. Das Gedicht heißt... Juri schaut nervös nach einen nach den anderen an. Ich kann nicht reden. Ja, du schaffst das, Juri. Es heißt... Nachbild eines blutrunden Auges. Oh, ein Sharingan. Super. Juri beginnt mit zittriger Stimme das Gedicht vorzulesen. Kurz zuvor hat sie sich praktisch geweigert, genau dies zu tun. Ich muss erstmal einen Schluck nehmen. Warum engagiert sie sich auf einmal so sehr? Dem ging ich. Shinichi Kudeshur nach. Nachdem sich Juri durch die ersten zwei gekämpft hat, ändert sich ihre Stimme. Dieser Wechsel ist fast nicht mit dem zu vergleichen, was passiert, wenn Juri in ihre Bücher abtaucht. Ihre bebenden Worte verwandeln sich in die scharfen Silben einer furchtlosen und selbstbewussten Frau. Die Struktur des Gedichts überrascht mit vielen Wendungen, die sie mit perfektem Timing sehr artikuliert vorträgt. Es wird ein seltener Einblick in das wildlodernde Feuer gewährt, das Juri in ihrem Kopf verschlossen hält. Plötzlich ist sie fertig. Alle sind sprachlos. Sie klang wie ein Ork. Juri landet wieder in der Gegenwart und sieht sich um, als wäre sie von sich selbst verblüfft. Flashbacks für Sayori. Echt so. Ich. Es liegt an mir, die Situation zu retten. Ich beginne als Erster zu applaudieren. Die anderen stimmen den Applaus ein und wir lassen Juri ihre verdiente Anerkennung zuteil werden. Es ist nicht so, dass wir nicht für sie applaudieren wollten. Aber wir wurden so überrascht, dass wir es vergessen hatten. Denn wir hatten alle plötzlich Alzheimer. Während unseres Applauses drückt Juri das Gedicht gegen ihre Cupcakes und eilt zu ihrem Platz zurück. Juri, das war richtig gut, du, sag mal. Danke, dass du es mit uns geteilt hast. Ist ja genial. Juri sieht völlig ausgelaugt aus, wie eine Brezel. Okay. Dann bin ich wohl als Nächstes an der Reihe. Sayori springt von ihrem Stuhl auf und läuft fröhlich zum Podium. Juhu. Dieses hier heißt meine Wiese, mein Schatz. Ah. Tut mir leid, ich hab gekichert. Der Fug. Wir haben gekichert. Sayori. Es ist viel schwerer als gedacht. Oh, wir haben das nicht einfach geschafft. Oh. Sieh es nicht so, als würdest du für andere Leute vorträgst. Stell dir lieber vor, dass du es für dich selber rezitierst, wie vor einem Spiegel. Oder nur deinen Gedanken, nicht? Oder deinen anderen Persönlichkeiten. Ja, für dich müsste das doch leicht sein, eigentlich. Es ist dein Gedicht, daher wird es auf jeden Fall auf bestmögliche Art und Weise präsentiert. Auf bestmögliche Art und Weise. Verstehe. Ich mach mit selber meinen Titel. Na gut. Sayori beginnt mit ihrem Gedicht. Ihre sanfte Stimme passt irgendwie perfekt zu ihren Worten. Ja. Das Gedicht besitzt nicht dieselbe ungestüme Heiterkeit, die Sayori hat. Es ist gelassen
und bittersüß. Bipolar quasi. Es hätte mich nicht groß beeindruckt, wenn ich es auf dem Papier gelesen hätte. Aber durch Sayuris Stimme erhält es fast eine ganz neue Bedeutung, denn ich verstehe einfach die Hälfte nicht. Vielleicht wollte Sayuri darauf hinaus, als sie sagte, dass ihr meine Gedichte gefallen. Vielleicht versteht sie auch nur die Hälfte. Wahrscheinlich. Es ist, als könnte ich tiefer in die Seele einer Person vordringen, von der ich glaubte, dass ich sie schon in- und auswendig kennen würde. Ich bin jetzt auf einmal Psychodoktor Detektiv Conan Markus Deschur. Sayuri ist fertig und wir applaudieren. Wir haben es geschafft, mein Schatz. Gut gemacht, Sayuri. Unglaublich. Sogar der Jury hat's gefallen. Das ist dann wohl ein gutes Zeichen. Was soll das überhaupt bedeuten? Das kommt sehr gut rüber, Sayuri. Die Stimmung des Gedichts passt sehr gut zu dir. Aber es könnte sein, dass diese Art des Vortragens für andere Gedichte nicht so gut funktioniert. Verstehe ich jetzt nicht. Ich auch nicht. Mit anderen Worten, ich habe andere Gedichte von dir gesehen, zu denen diese sanfte Art des Sprechens nicht passen würde. Sie könnten etwas mehr Kraft beim Vortragen vertragen. Beim Vortragen vertragen. Je mehr, was du gerade vorliest, verstehst du? Ich weiß, was du meinst. Nicht. Das ist, genau die Sache habe ich geübt. Genau. Es ist nur peinlich, das vor allen anderen zu machen. Normalerweise habe ich nur 30 Leute zu Hause. Schön. Das nächste Mal werde ich euch ein etwas herausforderndes Gedicht auswählen lassen. Schließlich haben wir nicht mehr viel Zeit bis zum Festival, nicht wahr? Okay. Hey. Okay, wer ist jetzt dran? Notski? Ich will nicht von dir zu Reh vorlesen. Es ist ja nicht so, dass ich euch vergleichen würde. Dann ist jetzt Tetsuo an der Reihe, um die Ansprüche der anderen etwas herunterzuschrauben, bevor ich dran bin. Okay. Natsuki. Ist schon gut. Ist schon gut, ich weiß, worauf sie anspielt. Ich bin schließlich der Main Protag. Ich kann es auch einfach hinter mich bringen. Allerdings kann ich nicht gerade auf eine große Auswahl zurückgreifen. Ich muss wohl einfach das vortragen, was ich für heute geschrieben habe. Oder ich improvisiere einen 10 Kilometer langen Text einfach so, weil ich bin der Main Protag. Ich stehe auf und stelle mich vor das Podium. Alle sehen mich an, was mich ganz schrecklich nervös werden lässt. Tetsuo, warum sprichst du so komisch? Ich trage mein Gedicht vor. Wieso sagst du sowas? Hör dich doch. Da ich alles andere als selbstbewusst bin, was meine Texte angeht, fällt es mir schwer, das Gedicht mit einem nötigen Elan zurück. Warum redet er eigentlich mit sich selber? Ich weiß es nicht. Ich erhalte am Ende trotzdem Applaus. Hat er das gerade wirklich gesagt? Ja, das hat er. Okay, dann müssen wir jetzt echt applaudieren. Oh, tut Scheiße. Mir leid, dass ich nicht so gut wie alle anderen war. Mach dir nicht so viele Sorgen. Wir haben andere Sorgen bei dir. Ja, aber das ist nicht der einzige. Es dreht sich hier weniger um deine Fähigkeiten, sondern vielmehr um dein fehlendes Selbstvertrauen in deine Gedichte und deine außerkörperlichen Monologe. Aber das wird sich im Laufe der Zeit hoffentlich verbessern. Dieser psychische Zustand. Ja. Vielleicht. Oder verstehe richtig. Man. Je nachdem, wie die Storyline weitergeht. Also gut natürlich, nicht? Damit bleibst nur noch du, Natsuki. Auf geht's. Ja. Ich bin ja schon. Ich mach ja schon. Natsuki erhebt sich widerwillig von ihrem Platz und läuft zum Podium. Das Gedicht heißt... Es heißt... Warum seht ihr mich alle so an? Weil du etwas vortragen willst. Wie auch immer. Das Gedicht heißt... Sprung. Jetzt springt aus dem Fenster. Natsuki atmet durch. Kaum beginnt sie mit dem Vortragen des Gedichtes, verflüchtigt sich ihre griesgrämige Stimmung etwas. Zwar legt sie immer noch wenig Begeisterung an den Tag, aber ihr Gedicht besitzt durchaus Rhythmus und Reim. Es ist,
in dem für Natsuki typischen Stil verfasst und überzeugt überraschend gut, wenn es laut vorgetragen wird. Denn ich kann das beurteilen, denn ich bin der Main Protag. Die Worte scheinen auf und abzuspringen, wodurch sie dem Gedicht Leben einhauchen. Vielleicht heißt deshalb das Gedicht Sprung. Es könnte auch Odem Gottes heißen, denn es ist so belebend. Oh mein Gott. Natsuki ist fertig und niemand applaudiert. Ich meine, alle applaudieren natürlich. Sie läuft grummelnd zu ihrem Platz zurück. Ja, das war doch gar nicht so schlimm, Ode. Also das Gedicht schon, nur das Vortragen nicht. Du heißt leicht reden. Hätte ich dein Selbstbewusstsein vor dem, auf der Brust, dann wäre das einfach. Ja. Bring mich ja nicht nochmal sowas zu machen. Nun. Fühlst du dich jetzt zumindest ausreichend vorbereitet, um ein Gedicht vor anderen Leuten vorzutragen? Naja, es wird viel einfacher sein, das vor anderen Leuten zu tun. Okay. Für die Leute kann ich mich so geben, wie ich will. Aber wenn es nur meine Freunde sind und Cupcake verspeisende Monster, es ist einfach peinlich. Das ist aber überraschend, Natsuki. Du hast Freunde? Wer sind denn diese Freunde, von denen du sprichst? Ich und meine 30 Kollegen wissen nicht, wen du meinst. Für mich wäre das andersherum einfacher. Ja, so ist das nun mal. Nun, in dem Fall musst du dir fürs Festival ja keine großen Sorgen machen. Wollt euch übrigens allen für eure Mitmachen danken. Yay! Einmal Applaus für uns alle. Way. Es mag schwierig sein, aber hoffentlich habt ihr jetzt alle eine Vorstellung davon, was euch erwartet. Sucht auf jeden Fall ein Gedicht aus und übt einige Male vor dem Festival, okay? Ich werde die Heftchen machen, also lasst mich vorher wissen, was ihr vortragen werdet. Oh Mann. Also. Ich sollte mir dafür wohl besser ein anderes Gedicht aussuchen. Das ist auch okay. Muss ja auch nicht ein eigenes Gedicht sein. Ist bei dir vielleicht besser. Oh, angenehm über das, dass du dich so eifrig in den Club engagierst, nicht? Oh Gott. Das macht mich echt glücklich. Das sehen wir. Ja, dann mach doch. Ja, kein Problem. Okay, Leute. Das wäre denn alles für heute. So, soll das auch alles bei uns sein? Das ist auch für uns alles für heute. Lasst uns versuchen, für morgen wieder Gedichte zu schreiben, auch wenn das Festival bald vor der Tür steht. Dann kriegen wir wahrscheinlich jetzt wieder gleich die Auswahl, oder? Klicken wir uns noch so kurz durch. Ja. Bis jetzt hat das echt super funktioniert. Daher möchte ich das gerne beibehalten. Und was das Festival angeht, wir schließen morgen die Planung dafür ab. Und dann können wir uns am Wochenende darauf vorbereiten. Was ist das Hentai-Game? Nee, Dennis, das ist kein Hentai-Game. Doki Literaturclub. Das ist was für anspruchsvolle Gemüte. Also nicht für dich, du. Eckhart, die Russen kommen. Genau. Montag ist der große Tag. Oh, ich kann es kaum erwarten. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Also gut. Ich stehe auf. Okay. Moment. Es wird völlig unmöglich sein, mit demselben Enthusiasmus wie Sayori und Monika an die Sache zu gehen. Aber ich werde versuchen, mich so gut es geht durch die ganze Sache zu kämpfen. Schließlich ist die ganze Aktion für den Club gedacht. Und das ist ein Fighting-Spiel. Fight Club! Und um Monika zu beeindrucken, denn das ist die einzige, die ich beeindrucken will. Oh ja. Okay. Ich werde also mein Bestes geben müssen. Ich will der Allerbeste sein. Können wir los, Sayori? Ja. Ja. Sieh sich einer die beiden an. Sie machen sich immer gemeinsam auf den Heimweg. Liegt vielleicht daran, dass wir nebeneinander wohnen, aber okay. Es ist schon recht niedlich, nicht wahr? Mensch, Leute, das ist überhaupt nicht so. Ich bin zwar der Main Protag, aber ich kann mich doch nicht mit so jemandem abgeben. Mach nicht so eine große Sache daraus. Es muss aber schön sein. Nun. Ah. Wie bitte soll ich auf so etwas antworten?
War schon in Ordnung, die Azuri. Du musst nicht sagen, wir alle wissen es. Wie auch immer, lasst uns gehen. Ich gehe erneut mit Sayuri nach Hause. Yay! Es hat sich in wenigen Tagen bereits sehr viel verändert. Aber heute ist Sayuri auf dem Heimweg etwas ruhiger als sonst. Hey, ist Sayuri? Ah. Oh, Entschuldigung, ich war mir in Gedanken auf einem anderen Planeten. Okay. Also auf meinem Heimatplaneten, da gibt's lauter Fisch. Ah, das erklärt einiges. Ich habe über etwas von vorhin nachgedacht. Ich mag es, wie wir... Ich meine, wir meinen... Sayuri sucht nervös nach Worten. Nun, nehmen wir an, dass dich eines Tages Yuri fragt, ob du mit ihr nach Hause gehst. Hä? Was würdest du tun? Was für eine Frage ist das denn bitte? Du bringst mich ganz schön in Verlegenheit. Oh. Oh, das ist bestimmt witzig. Wie war das mit dem Speichern? Ach so. Wie komme ich jetzt nochmal da runter? Also mit Start. Weiß ich nicht, du hast die Steuerung. Ich drück 2 Stunden lang nur A. Was erwartest du von mir? Yay! Okay. Also dann gehe ich mit Sayuri nach Hause. Oh. Sayuri. Achso, jetzt obere wollen. Nein, okay. Das wäre vielleicht witziger gewesen, ich weiß nicht. Sayuri, glaubst du wirklich, dass ich dich für Yuri abservieren würde, obwohl wir nicht mal zusammen sind? Hä? Aber... Sie ist so hübsch und clever. Und psychisch gestört. Ja, sind sie aber beide. Na, oh stimmt. Mann, die haben beide die gleichen psychischen Störungen. Und Natsuki auch. Ich sehe sie doch schon jeden Tag im Club. Ich habe doch da genug Zeit, sie zu... Außerdem scheinst du dich sehr darauf zu freuen, dass wir zusammen nach Hause gehen können. Den Spaß will ich dir nicht nehmen. Und vor allem den in der Nacht, wenn du mich stalkst. Du bist aber albern, der Chure. Du denkst manchmal zu viel über mich nach. Yuri würde es verdient haben, wenn sie es wollte. Also, vielleicht gefällt mir auch nur der Gedanke daran, dass ihr... Sayuri, ich habe mich bereits entschieden. Ich bin schwul. Ab und zu bist du für mich echt wie ein Buch mit 7 Siegeln. Entschuldige, ich wusste gar nicht, dass ich so komplex sein kann. Nein, du bist einfach nur so dumm. Oh. Und welchen Sinn ergibt es bitte schon, über Dinge zu spekulieren, die eh nicht passieren werden? Oh. Die Unterhaltung verstummt. Es ist irgendwie komisch, dass sich Sayuri so dafür interessiert. Aber ich will ihr Respekt zeigen und auch sicherstellen, dass sie glücklich ist. Aber andererseits ist das Festival schon in wenigen Tagen. Wer weiß, was bei uns dahin noch alles passiert.